Hallo und willkommen zurück zu meinem Simutrans Special Let's Play. Ja. Was ist die Musik ein bisschen im Moment? Jetzt sie wieder laut genug. Ha. So. Adelsheim. Nach Lloyds, das ist der neue X, also die Verlängerung des X's. Ja, da würde ich nochmal einen dieser tollen Busse draufsetzen. Ja, was haben wir in der Folge vor? Auf jeden Fall erstmal nochmal gegenchecken. Ich habe dann zum Beispiel gerade ein paar Häuser an der Straße gesehen. Da muss man immer gucken, dass man die ins Verkehrssystem integriert. Wenn man das nicht rechtzeitig macht, dann kostet das Geld. Denn jeder Passagier, den man befördert, vergrößert wieder die Stadt und dadurch kommt mehr Geld. Egal, ob die Haltestelle Sinn ergibt oder nicht. Das da gefällt mir gar nicht. Moment. Machen wir das am besten. Eigentlich müssen wir es so lassen und dann setzen wir hier halt. Ja, da soll sich nichts bauen. Ich glaube, da kann sich eh nichts bauen, was ja schräg ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt inzwischen gar nicht mehr, wo der bauen kann. Doch, er kann einen schräg bauen. Von solchen Kreuzungen kann der hinten dicht bauen, zum Beispiel, was mir dann irgendwann mal aufgefallen ist. Es ist völlig bescheuert. Der kann an manchen Positionen bauen und an manchen nicht. Eigentlich sollte es doch das einzige Kriterium sein, ob daneben eine Straße steht oder nicht. Oder so? Ja, so kann man es umgehen. Man kann es auch so umgehen. Eine Überschneidung weniger. So. Was haben wir hier für ein Busnetz in Neubuko? In Neubuko haben wir das verrückteste Buskonzept überhaupt. So, Neubuko Brommeweg Seffnerstraße. Ah, den nehmen wir mal. Meine Güte. Im Boden. Hat aus Bahnhof. Elifogtstraße. Adamsweg. Seffnerstraße. Kirche St. Marien. Adamsweg. Na, ich würde da nochmal an der Seffnerstraße jetzt doch noch halten. Aber nach der Kirche St. Marien würde ich dann noch diese komische Ruine oder was ist da? Was stand da gerade? Ja, eine Ruine. Ein Kloster. Würde ich dann auch noch anfangen. Was ist das genau für ein? Ja, Klosterruine. Kloster heißt Tabach. Klosterruine. Was ist der dann, nach der Kirche St. Marien noch hier hält. Dann fährt er hier Adamsweg, Elifogtstraße, Bahnhof, Rathaus, Bechenbogen. Ja, und das brauchen wir dann auch nicht. Und andersrum noch, das passt auch so. Genau. Ja, das könnte jetzt etwas dauern. Wenn man, das passiert nämlich häufiger mal versehentlich. Wenn man ja nicht einfach auf Entfernen oder so drücken kann. Ich fände es ja schön, wenn einem, wenn man einen fragt, vielleicht möchten sie die Rückfahrkarte. Anstatt dass er das sofort macht, dann hätte ich mir schon Stunden meiner Arbeit erspart. Also ich habe damit ja kein Problem. Naja, ganz ruhig ist ja überhaupt kein Problem dabei. So, jetzt geht's. Musik. Genau, dankeschön. Habe ich da jetzt noch einen Bus draufgesetzt, sag mal? Ja, habe ich gehört. So, ich schaue aber nochmal weiter rum, ob sich vielleicht hier ein Helmbrechts oder sowas getan hat. Bisher noch nicht in Dorfen, aber in Dorfen lohnt sich schon eine zweite Bushaltestelle, die Simon Bolivar Straße. Also, der gondelte mit Daya oder wie? War noch beide. Naja, ist ja egal. Und auf solchen Landstraßen kann man sogar rein theoretisch überholen, wer es noch nicht wusste. Wer weiß, hatte ich ja früher die Strategie, für jedes Dorf eine eigene Linie, eine eigene Buslinie zu machen, wenn da neue Häuser sind, aber das ist einfach unnötig. Habe ich mir mal von verschiedenen YouTubern abgeschaut, aber das ist ja völlig bescheuert. So. Kreuztal, der Solosinski-Weg. Ja, so langsam. Dann doch mal schöne Linien daraus, die auch mehrmals halten. Helmburger Ruine. Oh. Könnte jetzt hier noch weitere Städte anbinden. Sinnhaftigkeit davon ist aber mal in Frage zu stellen, aber ich glaube, das Schiff kann einen guten Gewinn schon fast einfahren. Ja. Wo soll es ausgemustert werden? Wollte schon sagen.
Zwei verschiedene Schiffe ist jetzt nicht so gut. Ja. Aber das hier habe ich ja auch eigenständig so befohlen, also muss es gut sein. Was ich sage, ist immer gut. Die Frage, ich würde gerne noch in weitere Zuglinien investieren, einfach, dass wir mehr haben. Und auf Dauer bringt das natürlich einiges, aber ist halt teuer. Glaube aber fast, dass diese Linie noch gar nicht so stark ausgelastet ist. Und wir die noch um eine Station vielleicht sogar verlängern können. Ja, wenn wir noch einen Wagen dranhängen, auf jeden Fall. Dann können wir das auf jeden Fall machen. Vielleicht auch ohne einen Wagen ranzuhängen. Dann würde ich das vielleicht von da nach Aumer-Weidertal verlängern. Die Stadt ist jetzt natürlich vorher noch gar nicht angebunden gewesen, aber ist ja egal. 6er Länge habe ich ja auch schon genutzt. Sehr löblich. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumer-Weidertal. Bahnhof. Dann haben wir hier noch eine Bushaltestelle. Walter-Günther-Weg. Den Namen habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das heißt, das ist auch keiner von meinen hinzugefügten Namen. Das muss wohl mal ein bekannter Mensch gewesen sein. Oder ist es immer noch? Aber meistens benennt man ja Straßen eher nach toten Persönlichkeiten. Ergibt doch Sinn. Damals zu Nazi-Zeiten war das anders. Da gab es ja in jeder Stadt gefühlt Adolf-Hitler-Straße, Adolf-Hitler-Platz und so weiter. Weil man eben den Führerkult hatte. Genau. So, die Bahnlinie würde ich jetzt erstmal einfach so nach Aumer-Weidertal verlängern und dann auf jeden Fall aber gleich direkt Busse dahin machen und alles. Würde auch natürlich sagen, nur jede zweite Fahrt nach Aumer-Weidertal. Am Anfang kann man das noch ganz gut managen, später würde ich sowas nicht mehr machen. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie es aussieht. Im Notfall kann man ja, wie gesagt, noch neue Wägen, Wagen, wie auch immer drauf machen. So, Ebersbach. Dann würde ich direkt hier Richtung Wolfratshausen einen Bus bauen, von da aus. Damit wir das Haus da anbieten können. Auf die optimale Art und Weise, genau. Nicht das E-Art-Haus, das ist das Rathaus. So. Das ist dann Ebersbach Rathaus, Wolfratshausen Rathaus. Sollte nicht immer Pause machen. Nehmen wir ja kein Geld ein. Muss ja nicht gleich auf doppelter Geschwindigkeit machen. Wenn wir jetzt Geld ausgeben, dann machen wir nicht mehr Gewinn. Dann machen wir ja noch Verluste. Aber das ist es mir jetzt erstmal wert. Wobei, der monatliche Betriebsgewinn steigt ständig. Erstaunlich. Haben wir jetzt gerade erst die Verbesserung gemacht und alles? Naja. Aber wenn der Betriebsgewinn weiterhin so steigt, wie er es gerade tut, der ist ja jetzt im Mai schon fast auf Vorjahresniveau. Naja. Liegt bestimmt an der Verbesserung, die ich oben da bei den Zügen gemacht habe. Dass ich da endlich mal die am ganzen Bahnhof abhalten lassen können. Ja, so, Wolfratshausen und natürlich Aumer-Weidertal Bahnhof, Ebersbach Rathaus. Er darf doch noch in der Kirche halten. So. Aumer-Weidertal Bahnhof, Ebersbach Kirche. So. Das heißt, ich nehme jetzt mal diese Busse hier. Ich finde die immer noch gut. So, Ebersbach. Und auch Aumer-Weidertal. Genau. Jetzt sind wir wieder über 16 Millionen im Minus. Ja. Nehmen jetzt natürlich diese teuren Urbino-Busse, aber. War eigentlich relativ egal. Ich
Ich stehe dazu, dass ich mal modernere Busse einsetzen möchte im Jahr 2023. Ich glaube, im Jahr 2023 kann man das schon mal machen. Kann man ja mal machen, ne? Jetzt könnte ich einen AfD-Witz machen, aber das lasse ich jetzt mal lieber. Ja, ich lasse es lieber. Natürlich kann man auch Witze über jegliche andere Parteien machen, zum Beispiel über die Bürger in Wut, die sind nämlich dauerhaft in Wut. Selbst schuld, wenn ihr so einen Namen wählt. Ist aber kein Witz gewesen. Ja, ein Fakt, wenn die sich schon so nennen. Ja, worüber kann man reden? Über übermäßigen Häuserbau in Deutschland. Zumindest in diesem Deutschland hier. In der Realität gibt es ja auch zu wenig sozialen Wohnungsbau leider. Ach, da hat die Regierung die ganze Zeit verkackt und dann versuchen sie es jetzt wieder hinzubiegen. Ja, viel Spaß, SPD. Beim Auffrischen eurer Umfragewerte. Das werdet ihr niemals schaffen. Sowas finde ich einfach nicht schön. Dann starten wir mal hier von der Linie aus Aumer-Weidertal. Aumer-Weidertal Bahnhof. Büfingen, kleine Bergstraße. Und dann starten wir hier noch in Neubukow. Ja, da hätten wir noch so beim Tschechenbogen. Kann man eventuell umsteigen, wenn man möchte. Das Neubukow Bahnhof, Hüfingen, Rathaus. Können sich entscheiden, ob die von Neubukow oder von Aumer-Weidertal aus fahren wollen. Hartzheim wollen da überdurchschnittlich viele nach Neubukow? Scheint nicht so. Überdurchschnittlich, ja genau, überdurchschnittlich. Eigentlich müsste ich die Strecke vorführen bis nach Adelsheim. Werde ich auch gleich machen, keine Angst. Ja, ich werde es machen. Nein, nicht mit dem zweiten Zug. Habe ich ja gerade schon mal erklärt, man kann auch mal alternativ Linienführung oder sowas ausprobieren. Also das da ist, kann man am Anfang noch sehr flexibel, sage ich mal, sein. Können den Zug ja noch verlängern und alles. Später sollte man da besser zwei Züge dann einsetzen. Aber das ist wirklich alles noch Zukunftsmusik. Buko und Aumer-Weidertal. Ich habe nirgendwo hier Posten sowas vergessen, aber eigentlich hoffe ich, dass ich überall dran gedacht habe. So, da Aumer-Weidertal jetzt nicht so die wichtige Stadt ist. Adelsheim aber schon. 3. Ist jetzt alles Geldausgaben, die ich habe, aber das mache ich jetzt einfach mal. Leute, die jetzt von Aumer-Weidertal darüber wollen, die fahren da halt hier nach Adelsheim, die fahren leider auch dann mit dem Zug dann die ganze Strecke. Das ist natürlich blöd, sowas, aber Adelsheim Bahnhof jetzt. Ja, Adelsheim Bahnhof. Blomberg Rathaus. Neubukow. Adelsheim wird ausgemustert. Adelsheim, Rathaus, Sassnitz. Jetzt noch jemand hier hin? Genau. So, hier fahren nämlich auch zwei Expresslinien. Da bietet sich das Umzug natürlich besonders gut an. So, und von Neubukow geht's dann nach Adelsheim wieder. Ich könnte das jetzt alles mit Rückfahrkarte machen, aber es ist fehleranfällig. So, Jammersheim, Holzminden, Rebenstein, Bühl, Cochem, Solms, Cochem, Bühl, Rebenstein, Holzminden, Jammersheim, Bad Grund, Itzacker, Neubukow und wieder Aumer-Weidertal.
werde ja gleich sehen, ob da ein Fehler drin ist. Es sieht mich gerade ehrlich gesagt danach aus, dass eine ungerade Anzahl ist. Das ist nie gut. Ja, einmal habe ich jetzt Acker vergessen. Immer zwischen Neubuko und Bad Grund. So, jetzt müsste aber gehen. Genau. So, jetzt bin ich echt gespannt, ob die Größe des Zuges reicht. Sie aber reicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.